So, und hier ist sie, die PS4. Heute frisch angekommen. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Packen wir aus, gucken wir nach, was drin ist. Das ist einfach die Standardversion. Einfach nur eine 500 GB Festplatte bei, ein Controller, Kabel, fertig. Nicht so ein Schnickschnack mit irgendwelchen Spielen bei, die man nicht haben will. Und naja, egal. So, gucken wir nochmal. Einmal der Umkarton. Einmal wegmachen. Zack, zack, zack. So, einfach nur weißer Grundkarton. Und hier haben wir noch Umwelt retten, bitte recyceln. So, und dann schauen wir nochmal. So. So, schon ein bisschen übersichtlicher aufgebaut als der Xbox-Karton. Aber egal, Kleinigkeiten. So, erstmal wieder hier das Unnötige. Na, so. Da haben wir mal jede Menge Kurzanleitungen auf verschiedenen Sprachen. Ne? Uninteressant, weiß wie so ein Gerät funktioniert. Einmal ein Garantieheft, uninteressant. Und nochmal Sicherheitsanleitung. Wunderbar, zack. So, gut, dann haben wir schon mal das erste Highlight hier. Der neue Controller, der DualShock 4. So, da bin ich auch mal gespannt, wie der ist. Den habe ich mir noch gar nicht in der Hand gehabt. Dann muss ich mal sagen, so von der Verarbeitung her, gut, fühlt sich jetzt ein bisschen, ja, die Enden von den Griffen sind jetzt ein bisschen runder, aber kann man mit arbeiten. Also auch, ja, vom Bedienen her, die Schultertasten fühlen sich ganz gut an. Das Touchpad ist klickbar, also ist eine Taste, wunderbar. Ja, mal gucken, wie sich das jetzt halt dann so etabliert. Gut, machen wir weiter. So, das alte, zack, zack, zack. Welch? So, dann haben wir jetzt hier. Na komm, mach dich. So, einmal halt Stromkabel. Netzteil ist im Gerät verbaut, was im Vergleich zu Xbox vielleicht ein Nachteil sein könnte wegen Hitzeprobleme. Werden wir sehen. Dann auch wieder standardmäßig ein HDMI-Kabel. Wunderbar. Brauche ich mir immer noch keins kaufen. Dann haben wir hier, achso, es ist ein Mini-USB-Kabel, um die Controller aufzuladen bzw. eine Konsole anzuschließen. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt hier wie bei der Xbox eine Funktion bieten, dass wenn der Controller per Kabel angeschlossen ist, als Kabel-Controller wertet und auch bessere Pingzeiten hat oder einfach nur zum Laden ist. Gut, wird man sehen, weiß ich nicht. Und hier, ach ja, das Highlight. Und das muss ich sogar auspacken. Ich will ja nicht hier irgendwie als Lügner da stehen. Das ist ein Headset. Das ist nach Sonys Definition ein Headset. Das ist einfach nur ein Knopf im Ohr mit einem Mikro dran und das steckst du halt unten in den Controller rein. Da habe ich gar kein Problem mit dem Stecker. Aber es ist einfach nur, es ist ein halber Kopfhörer. Ist das. Mehr ist das nicht. Das ist kein Headset. Also das ist wirklich schade. Also bei der Xbox war es sehr viel besser gewesen. Also gut, mal gucken, was die Zeit bringt, wie sich das anhört. Ich warte ja eh, bis halt dann das neue Bluetooth-Ding draußen ist. Ne? Aber werden wir dann sehen. Gut. Zack, weg, weg, weg. So. Und jetzt kommt er. So, auch mal weg hier. Scheiße. Auch weg. Zack, zack, zack. So, schön eingetütet. Wo ist hier der Eingang? Da. Und da haben wir schon. So. Die PS4. Auch der Trend irgendwie bei der Xbox One war auch halt eine Seite matt, eine Seite glänzend. Na gut, da hat man halt dann nur die halbe Arbeit. Weil ich bin kein Freund vom Klavierlack. Sieht zwar stylisch aus, aber ist halt ein Staubfinger ohne Ende. Und naja, gut. Die Front, ich weiß nicht, ob man da noch Besonderes sehen kann. Ne, ein paar USB-Anschlüsse, Powerknopf. Sorry! Ne? Seiten jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob da auch irgendwie Kühlerschlitze sind oder sowas. Das werden wir sehen, ja. Rückansicht, ne? Wieder ein paar Anschlüsse, Strom, was weiß ich, auch mal gucken. Ja, das war's auch schon. Macht einen guten Eindruck, ich glaube hier könnte man sogar das Gerät irgendwie aufmachen, aber weiß ich jetzt auch nicht. Ja gut, Design, wem es gefällt, ne? Sieht aus halt wie so ein Keil, ne?
Und ja gut, ich würde auch dazu tendieren, das Ding halt flach aufzubauen. Ne, weil wenn man es jetzt hochkant hinstellt, ich weiß nicht, ob es so oder so kommen soll, aber ich nehme mal stark an, die anderen standen auch alle so. Gut, je nachdem, wie man Platz hat. Ne? Ich persönlich lasse lieber liegen und habe dann da mein Glück. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da nicht so viel drin ist. Na gut, da war noch keine Downloads-Gruppe, da war noch kurz bei, aber egal. Wunderbar, das ist sie. Zeigen wir mal hier. Nochmal schön, oh, PlayStation. Schön, 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 schön. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.